Du hast einen Fernseher oder Monitor und möchtest Hintergrundbeleuchtung nachrüsten, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn ich habe hier von Gledopto ein Starter-Kit für Hintergrundbeleuchtung. Sehr easy zu installieren. So, schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben also einmal RGB CCT LED Stripe Light und das Ganze ist 2 Meter lang. Ja. Auf der Rückseite, was finden wir hier? Wir haben 5 Watt bei 5 Volt, macht ein Ampere, das ist richtig. Und dann 16 Millionen verschiedene Farben, wie bei anderen RGB-CCT-Stripes eben auch. So, genug der langen Vorrede, dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Nehmen wir es mal raus, zack, haben wir hier alles draußen schon. Ja, ist leer, dann packen wir das mal hier oben hin. Hier haben wir den Stripe, den gucken wir uns auch gleich genauer an. Dann haben wir einmal User Instructions, die packen wir auch weit weg. Und das hier, das brauchen wir für den Controller, alles klar. So, fangen wir mal an mit den Eckverbindern. Haben wir 3 Stück von drin, weil wir haben ja einen Anfang und müssen dann nur 3 Ecken überbrücken und nicht 4. So, packen wir das auch mal hier hin. Okay, das sieht aus. Auch sauber verarbeitet aus. Da habe ich auch schon wesentlich Schlimmeres gesehen. So, machen wir mal auf, gucken. Okay, wunderbar. Das sieht auch gut aus. Dann rollen wir jetzt erstmal den Stripe einmal komplett ab. Zack, damit ich einmal kurz demonstrieren kann, wie man sowas benutzt. So, hier haben wir die Kontakte. Und dann kommt das hier einmal drauf. Kann man hier so schön einschieben. Jawohl. Und dann muss man das so ein bisschen hier drunter schieben. So. Jo. Kleines Stückchen noch. Perfekt. So. Und dann zu. Perfekt. So. Und jetzt sitzt das auch. Alles klar. Hält also auch sehr gut. Muss man natürlich auch nicht übertreiben. Aber brauchen wir ja auch nicht, weil es ist ja eh hinten am Fernseher befestigt. So, oder am Monitor. Dann haben wir hier die LED selbst, beziehungsweise die LEDs. Pro Abschnitt haben wir hier einmal den RGB-Teil auf einer 50-50 LED. Und dann haben wir hier einmal kaltweiß und einmal warmweiß. Und das sieht auch sehr gut aus. Wunderbar. Dann geht das hier so weiter. Und wir gucken uns jetzt vielleicht mal das andere Ende an. Das ist nämlich auch ganz interessant, da sitzt nämlich das kleine Steuergerät dran, hier mit einem USB-Anschluss, sodass man es wirklich direkt an den Fernseher anschließen kann. Haben ja neue Monitore und Fernseher, haben alle hinten einen USB-Ausgang, wo der Stripe direkt mit Strom versorgt werden kann. Wunderbar. Dann haben wir hier einen Steckverbinder. Zack. Und man hat hier, ich hoffe, das sieht man, so einen ganz kleinen Pfeil dran. Und der Pfeil, der muss so angebracht werden, dass er auf dem Plus sitzt. Ja, also hier haben wir ja plus 5 Volt und die kommen dann auch genau an diesen Pfeil ran, sodass man nichts falsch machen kann und nicht andersrum das Ganze flippen kann. So, Klebestreifen hinten, 3M, solide, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir uns das jetzt erstmal so genug angeguckt. Als nächstes wird das dann hinten an den Monitor angebracht. Vielleicht noch zusätzlich einmal das doppelseitige Klebeband. Das kann man hier perfekt für den Controller benutzen. Kann man da draufkleben und dann hinten am Fernseher anbringen. So Freunde, ich bin gerüstet. Lasst uns mal gleich anfangen. Also ich habe hier den Stripe mit dem kleinen Controller hier. Ein Maßband von meinen Freunden von LED Trading. Und dann habe ich noch eine Schere, weil wir den Stripe ja kürzen müssen. Und dann habe ich hier noch die Eckverbinder und ja, dieses doppelseitige Klebeding für den Controller. Und wir bringen das jetzt an den Fernseher hier an. Auf geht's! Also drehen wir den Fernseher mal um. Zack. Zack. So. Dann haben wir hier an der Seite haben wir jetzt die USB-Anschlüsse und deswegen fangen wir auch bei dem USB an. Ja, also wir arbeiten uns quasi vom Eingang zum Ende. So, dann stecke ich das hier schon mal einmal rein.
Zack, und dann können wir eigentlich mit dem doppelseitigen Klebeband gleich anfangen. Und setzen dann den Stripe. Ich fange über dem Lüfter an und höre auch über dem Lüfter auf. Ja, das heißt also im Prinzip, ich könnte jetzt zwar dieses Licht noch mit dazu nehmen hier, aber ich nehme einen weniger. Ich werde das hier cutten. Hoppala. Ich werde das hier cutten, weil ich ja noch den Eckverbinder habe. Und der kommt da ja quasi noch on top sozusagen. Und damit ich mit den Schrauben und so weiter nichts zu tun habe, nehme ich eben ein weniger. Also, erster Cut sitzt hier sozusagen. Zack. Einmal schneiden. Machen wir schön sauber. Darauf achten, damit die Eckverbinder auch genug Kontaktfläche haben. So, perfekt. Und dann haben wir den ersten Eckverbinder quasi, den wir gleich einsetzen können. Aber ich bringe schon mal den Controller hinten am Fernseher an. So, zack, kleben wir das hier drauf. Zack, zack. Wunderbar. Doppelseitiges Klebeband. Zack, einmal hier. Und dann fangen wir bei dem Kollegen hier am besten unten an, damit wir noch genug Platz haben für den Eckverbinder gleich. So, genau. Setzen wir das einmal hier so hin. Dann gehen wir hier schön einmal nach oben. Bis hierhin. Rest lasse ich jetzt erstmal ganz kurz dran. Lasse ich hier so runterhängen. Klebt das hier so drauf. Und den Controller, den bringen wir jetzt so hier an. Zack. Perfekt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Dann nehme ich den ersten Eckverbinder. Und dann geht er da ran. So, Plus kommt auf die Seite, Plus kommt auf die Seite. Also, so rum. So, eigentlich spielt das ja überhaupt gar keine Rolle. Die Dinger sind nämlich komplett gleich, alle Mann. So. Kommt das hier hin? Das ist natürlich Quatsch. So rum. Einmal einführen und dann drunter schieben unter die Kontakte. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich im Video nicht besonders gut. Zack, so hängt das hier einmal. Ja, und jetzt kommt der besondere Teil. Ich könnte das jetzt einmal ausmessen. Ich bin da mehr so ganz praktikabel und gehe da folgendermaßen ran, indem ich das jetzt hier einfach ranhalte. Und hier einmal rüberziehe und sage, ja, bis hierhin soll das gehen. Ja, den habe ich mir jetzt hier ausgeguckt. Und dann schneide ich das jetzt auch genau an dieser Stelle. Muss nur noch mal gucken, dass ich das mit den Kontakten richtig habe, dass alles da hinkommt, wo es ist. C bleibt bei C, genau, Plus bei Plus. Dass wir hier auch keine Verpolung dazwischen schneiden. Das wäre natürlich nicht so schön. Zack, wieder sauber abschneiden. Ich bin wahrscheinlich gar nicht im Bild, aber wer will das schon sehen? So, zack, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt könnte man hier schon mal das bis oben hin abziehen. Weg damit. Und bis oben hin festkleben. Für die Ecken lasse ich mir dann später noch was einfallen. Ob ich die überhaupt noch mal irgendwie extra festklebe oder nicht, das überlege ich mir noch. Ich glaube, das ist gar nicht nötig, weil der Stripe selber das schon gut festhalten wird. So, und dann nehmen wir den zweiten hier. Ziehen das hier schon mal ab. Ein Stück weit. Nee, nicht so. Stopp. Jawohl, viel besser. So, genau. Klemmen das jetzt hier einmal hier zwischen. Nee, das ist falsch rum, siehst du? Schon falsch gemacht. So rum ist richtig rum. Jawohl. Da echt drauf achten, nicht, dass ihr irgendwann, wenn ihr da den neuen Stripe an den Eckverbinder ranpackt, dass ihr irgendwie auf einmal das Kaltweiß auf den Pluskanal legt. Das wäre mir jetzt eben gerade wirklich fast passiert. Ich habe zum Glück nochmal nachgeguckt. So. Das ist schon mal abgezogen. Jetzt schieben wir das hier rein. Man kann das wirklich von außen einmal so reinschieben. So, liegt auf den Kontakten drauf. Klippen wir hier rein. Und jetzt können wir das hier eigentlich abziehen.
und nach, also ich klebe es wirklich direkt unter die Lüftung, sodass die Lüftungsschlitze komplett frei bleiben und mir nicht einer sagen kann, ey, kein Wunder, dass dein Fernseher nicht mehr funktioniert. Der konnte ja gar nicht mehr richtig lüften. So, zack, haben wir das auch. Ich ziehe hier noch einmal so drüber. Ja, damit das auch richtig schön bombenfest klebt. Nehme den nächsten Eckverbinder. Zack. Ziehe das dann jetzt komplett ab. Und dann kommt das hier rauf. Zack, einmal abgeklippt. Einführen. Drunter schieben. Jo, das sieht gut aus. Klippen, kleben. So, und jetzt haben wir hier natürlich noch das letzte Stück. Und hier brauchen wir ja auch nicht mehr benutzen, als wir brauchen. Gehen wir hier so hin und dann kleben wir das bis hier. So, ist das auch richtig rum? Ich kontrolliere nochmal. Ja, 5 liegt innen. Super. Dann schneiden wir das auch noch einmal hier an der Stelle. So, genau. Auch hier nehmen wir den Klebestreifen dann ab. So, schieben das dann drunter. Ich kontrolliere nochmal die Kontakte, damit da auch wirklich nicht schief geht. So, einmal sauber gemacht noch, reingeschoben, drunter unter die Kontakte. Jo, das sieht gut aus und ich achte auch echt drauf, dass die Kontakte da genau drauf liegen, ja, damit da wirklich nichts passieren kann, weil gerade mit den Eckverbindern, da muss man schon genau arbeiten. Aber ja, einmal ordentlich und dann läuft der Hase. Okay, so. Und da kleben wir das jetzt hier auch auf. So, und weiter nach außen hätte ich das auch echt nicht gewollt. Oh, das passt perfekt. Großartig. Okay, so. Dementsprechend haben wir das Ganze jetzt angebracht und jetzt kommt das Finale. Hier haben wir noch einmal den Eckverbinder, da hat sich der Clip gelöst, da habe ich anscheinend nicht richtig sauber gemacht. Machen wir noch einmal ein bisschen ab. Ja, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt sollte das auch halten. Okay, so, einmal Hose hoch und dann drehen wir das Baby mal um. So wie wir das vorher auch hatten. Zack. Und dann schalten wir mal an. Okay, jetzt haben wir den Stripe auf der Rückseite angebracht und ja, als nächstes schalten wir den Fernseher mal ein und gucken einfach mal, wie es leuchtet. Dann schalten wir auch gleich nochmal das Licht aus, was ich jetzt gerade noch angeschaltet habe. Also Fernseher an, zack, das blinkt und dann geht der Fernseher auch gleich an und zack, genau. Wir machen schon mal, leuchtet sogar schon hinten. Super, okay. Großartig, wir wollen eigentlich gar keinen Fernseher gucken, sondern es geht ja jetzt eigentlich wirklich nur direkt ums Bild und ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel der Kommunikation mit dem Ding. Das ist ein kleiner Zigbee-Controller, der da hinten dran hängt und deswegen ist er auch kompatibel mit Philips Hue und deswegen lernen wir das Ganze auch an Philips Hue an und das machen wir genau jetzt. Wir gehen jetzt einmal in die Philips Hue App hinein. Und dann gehen wir auf Lampeneinstellungen, wie bei jedem anderen Anlernen auch, Leuchte hinzufügen und gehen dann auf Suchen. Gucken wir mal, ob die Lampe gleich da ist oder nicht. Suche nach Geräten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann ziehen wir einmal gleich den USB-Stecker raus und stecken ihn wieder rein, sodass quasi dieses Initiale einmal vorhanden ist und der Anlernmodus quasi erzwungen wird. Ja, das dauert hier schon eine ganze Weile und genau deswegen dauert mir das jetzt auch schon zu lange. Und deswegen gehen wir jetzt hier einmal rüber, falsche Seite, einmal hier. So, und ziehen einmal den USB-Stecker wieder raus und stecken ihn danach direkt wieder rein. Zack, leuchtet wieder, Suchen-Modus. Und da ist jetzt auch Extended Light Color, andersrum Extended Color Light 1. Und da drücken wir natürlich drauf jetzt, nennen das Ganze um. Nennt es TV einfach, weil es ja, das TV-Gerät ist und ja, gehen dann zurück, nochmal zurück
Und jetzt müssen wir es natürlich einem Zimmer zuordnen. Und ja, ratet mal, steht im Wohnzimmer. Klicken wir einmal an und sichern. So, und jetzt gehen wir auf Zuhause. Das Ganze leuchtet im Hintergrund grün und in der App leuchtet es auch grün. Und jetzt können wir natürlich die ganzen Farben anpassen. Da gehen wir einmal das Color Wheel lang. Das ist so ein warmweiß, rot. Genau, jetzt gehen wir hier ins Blaue rein. Und wieder zurück ins Grüne. So, okay. Wir haben aber einen RGB-CCT-Streifen und deswegen haben wir natürlich auch das Warmweiß und Kaltweiß, was wir uns angucken können. Hier einmal das Kaltweiß und jetzt gehen wir in das Warmweiße hinein. Und das auch wirklich, wie wir ja gesehen haben, auf dem Stripe gibt es da einen extra Teilbereich für das Warmweiß und das Kaltweiß. Und man sieht das auch ganz einfach an der Qualität, wie es leuchtet. Echt ein richtig schönes Warmweiß. Abschließend noch einmal gesagt, es geht nicht nur über die App, sondern Sprachskills hat das Ganze dann natürlich über Philips Hue auch. Das heißt also, man kann es theoretisch auch verbinden mit ja, dem Amazon Alexa System. Und wie das Ganze geht, das haben wir schon in ganz vielen anderen Videos gecovert. Da zeige ich einmal kurz oben den Link, da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr euch das Video dazu angucken. Funktioniert ganz genauso wie bei den anderen Videos auch. Super! Wenn du noch Fragen oder Anregungen zum RGB-CCT-Stripe hast, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du mir deine Meinung unten in die Kommentare reinschreibst. Ansonsten verpasse auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn hier warten weitere News und Tutorials rund um das Thema LED auf dich. Den Shopping-Link packe ich dir unten in die Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!